One, two, one, two, three. Ich grüße euch. Heute zeige ich euch einen neuen Rhythmus. Und ihr habt es ja gerade gehört und auch gesehen, der wird etwas anders gespielt, als wir es gewöhnlich tun. Und zwar spielt hier die Haupthand, ja, das ist meine rechte Hand, spielt am Rand, auf der Höhe. Und die Nebenhand macht die Bewegungen im Bass und Höhe. Ich mache es euch nochmal ein bisschen langsamer vor, um das nochmal mitzubekommen. Okay, und jetzt dieser Rhythmus im Detail. Er hat einen ganz besonderen Swing, eine ganz besondere Frequenz. Und die spiele ich euch mal am Rand der Trommel vor, auf den Höhen. Der hat so eine gewisse Unrundung, so eine gewisse Wucht, ja. Oder mit einer Hand. Okay, so jetzt zum Detail des Rhythmuses. Nebenhand ist im Bass, Haupthand auf der Höhe. Ich mache es mal ganz langsam. Das ist der Ablauf des Rhythmuses. Nochmal. Und wir spielen das jetzt in einer Form dreimal diesen Ablauf. Und dann gefolgt von vier Doppelschlägen am Rand der Höhe, das heißt die singende Höhe, damit wir einen Soundunterschied haben. Also insgesamt klingt es dann so, dreimal den Ablauf und vier doppelte auf der singenden Höhe. One, two, three. Das ist er. Nochmal zur Erinnerung, er hat so eine gewisse Unrundung. Man kann ihn fast verwechseln mit dem Zugrhythmus, aber der Zugrhythmus ist gerade und der geht also ich werde den Rhythmus jetzt langsam beginnen und schneller werden und damit endet dann auch das Video. Ich wünsche euch viel Spaß beim Trommeln, viel Spaß mit dem Rhythmus. Und habt einen schönen Tag. Eins, zwei, drei. Thank you.
Viel Spaß.